Ladies and Gentlemen, ich bin immer noch zusammen mit Christian Hertnagel. Und wo sind wir jetzt? Ja, hallo. Wo? Wir sind in unserem Boulevard. Sieht toll aus. Der Boulevard, der führt alle 5 Gebäudeteile, die wir hier haben, zusammen. Ja. Und deswegen haben wir hier auch die Kaffeebar, die Frühstücksbar, unser Restaurant. Alles, was man so... Und das macht alles für eure Kollegen? Das machen wir alles für unsere Kollegen. Boah. Und deswegen ist auch meine Empfehlung, wenn du Lidl wirklich kennenlernen willst, dann verbringe einfach ein paar Stündchen. Mach ich. Schau dich um, lern sie alle kennen. Bin gespannt. Und ich hole dich später wieder ab. Machen wir so. Bis dann. Bis später. Ciao. Die Gönnung hat zugeschlagen. Es gibt bei Lidl Nougat-Croissants. Nougat-Croissants! Oh, 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 was sehen meine Augen hier? Butterbrezeln, die kommen zu mir. Mmh. Mmh. Pizza Hawaii gibt's heute. Zack! Ah. Super! Ananas auf der Pizza. Lecker! Ich bin hier mit der lieben Laura und die Laura hat ein neues Produkt entwickelt und das werde ich jetzt mal testen. Achtung. Und, was sagst du? Schmeckt sehr gut. Was ist das? Das ist eine neue vegane Milchalternative. Schmeckt fast wie eine Kuhmilch, ist in 2 Fettstufen erhältlich und ist dabei auch noch vegan. Also ein richtiger Gamechanger. Hafer? Auf Haferbasis, richtig. Ich mag gar keine Hafermilch, weil meine Frau macht sich öfter so einen Hafer-Cappuccino und das schmeckt richtig gut. Nicht gelogen, das schmeckt richtig lecker. Sehr schön, so soll es sein. Und was ist jetzt genau dein Jobbild hier bei Lidl? Was machst du genau jeden Tag? Also ich bin Einkäuferin und bin für meine Warengruppe zuständig. Das sind Milchprodukte und die veganen Alternativen dafür. Mhm. Dazu gehört aber noch einiges mehr. Also ich bin auch noch Produktentwicklerin, Optimiererin, Testerin und auch Feinschmeckerin. Also mein Gaumen entscheidet letztendlich, was dann die Kunden in der Filiale vorfinden. Und das sind alles deine Babys sozusagen? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also wenn ich durch die Filiale laufe und ein neues Produkt von mir im Regal sehe, dann erfüllt mich das auf jeden Fall mit Stolz. Hammer. Und wenn dann auch die Zahlen stimmen, dann weiß ich, die Kunden haben das Produkt entdeckt und ja, dann hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Das ist ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall. Hammer, das freut mich sehr. Wie geht's denn jetzt für Nomilk weiter auf ihrem Weg hier? Ja, also meine Expertise endet hier, aber damit unsere Kunden das Produkt in der Filiale vorfinden und auch davon erfahren, kommen die Kollegen vom Spiegelmanagement und Marketing zum Einsatz. Das ist reines Teamwork. Das Spiegelmanagement kümmert sich darum, dass das Produkt in der Filiale gut sichtbar für den Kunden platziert wird. Wir von Marketing machen ein neues Produkt bekannt, wie zum Beispiel über Print oder Social Media, im Newsletter oder in der Lidl Plus App. Laura, viel Erfolg weiterhin für die Nomilk. Ich muss sagen, ich finde es sehr lecker. Ja, cool. Freut mich. Und anscheinend habe ich jetzt ja schon den ersten Kunden gewonnen. Hast du. Oh, ich muss zurück zu Christian. Laura, es war schön mit dir. Bis bald, wir sehen uns. Schreibt mal in die Kommentare rein, was euer absolutes Lieblingsprodukt bei Lidl ist. Und wenn ihr von Laura und mir das ausführliche Interview noch sehen wollt, hier unten ist es verlinkt. Ich bin weg. Ciao. Lidl lohnt sich.